Willst du was nehmen? Hast du meine Medizin eingesteckt? Ja. Die Flasche ist offen. Du trinkst zu viel Kaffee. Das kommt von so viel Kuchen. Detail. Wir haben es verpatzt. Aber Eddie, das Ding war offen. Ich weiß, ihr habt keine Schuld. Es war mein Fehler. Aber Eddie, überhaupt nicht. Es war ein genialer Plan. Es war eine mathematische Wahrscheinlichkeit von... Wenn ich einen Plan mache, funktioniert er. Oder sollte es? Es ist die menschliche Fehlerquelle. Immer das Gleiche. Das letzte Mal hat mir das 5 Jahre Gefängnis eingebracht. Und das heute. In einer Sekunde hätte ich den Kofferraum aufgeknackt. Es war aber keine Sekunde Zeit, Dummkopf. Der Plan besagte, du solltest ins Auto steigen, nicht im Kofferraum. Der Kofferraum war offen. Ich bin ja nicht so ein Genie wie du. Ach, was Genie und Blödsinn. Was ich brauche, sind Roboter, Programmierte. Wenn sie einen offenen Kofferraum sehen, ignorieren sie ihn. Denn es ist ja nicht im Programm. Ich sollte wirklich mein Ding mit Robotern aufziehen. Das wäre eine dufte Sache. Ach, ist ja egal. Zieht ab. Ihr hört von mir. Ist gut, Eddie. Wie sieht's aus? Habt ihr noch genug Kohlen? Ja, wir kommen zurecht. Jojo kann jederzeit wieder Teppich waschen gehen und ich hole mir meine Arbeitslosenunterstützung. Aber was magst du? Na, bloß, dass du hier rauskommst, ja? Wenn du kein neues Ding drehen willst, wovon willst du dein Leben? Was er sagen will, wir geben dir was ab, wenn wir was zusammengespart haben. Danke, ich schaff's allein. Wie lange wird es dauern, bis du deine Roboter hast? Das weiß ich nicht, Jojo, aber wenn ich soweit bin, dann brauche ich jemanden, der sie poliert, blank und glänzend. Mhm. Also dann, Eddie. Ciao, Eddie.